Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten. Ja, diesmal mit einem, wie soll ich sagen, Lebensjahr-Orakel. Wo befindest du dich aktuell in deinem Lebensjahr? Startest du gerade ein neues Lebensjahr? Oder in dem, wo du dich gerade befindest, in deinem aktuellen Lebensjahr? Also die Zahl, wo du Geburtstag hattest, die du geworden bist, ne? Um es mal genau auszudrücken. Ja, für alle, die mit dem Sternzeichen Jungfrau, Aszendent Jungfrau, Mondzeichen Jungfrau oder Venus Jungfrau, wenn ihr eines dieser vier Dinge in eurem Chart habt, könnt ihr euch die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal eingeschaltet hast, dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und bevor wir starten, nimm das mit, was mit dir in Resonanz geht und lass den Rest einfach weiterziehen. Wenn du ein persönliches Reading bei mir buchen möchtest, unten in der Infobox findest du meine Webseite sonnenherztarot.de. Darüber kannst du mit mir in Kontakt treten oder unter dem Shop direkt anschauen, was ich alles so anbiete, von Tarotkartenlegungen bis zu Energiesitzungen, Beratungen etc. Auch startet jetzt am 8. April 2024 die zweite Runde von Manifestiere dich neu. Wenn du den Ruf da spürst, teilzunehmen, das Ganze geht 5 Wochen, A5 Module. Und ich freue mich, dich dann auch dort wieder zu sehen. Maximale Teilnehmeranzahl ist auf 8 begrenzt, wirklich maximal. Wir werden es dann mal sehen. Weil ich einfach die Zeit dann auch brauche, weil jeder eine einzelne Sitzung bei mir bekommt mit einer Energiereinigung, Energiebehandlung und natürlich auch einer Kartenlegung. Ja, und ich freue mich, wenn du da teilnehmen möchtest, kannst du auch unter meinem Shop direkt schon buchen. Wenn dir die Summe zu hoch sein sollte, kannst du natürlich auch eine Ratenzahlung vereinbaren. Einfach mich da unter meiner E-Mail-Adresse anschreiben. Und dann können wir das Ganze besprechen. Okay, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten. Jungfrau, das Beste kommt zum Schluss. Meine lieben Jungfrauenherzen, für ihr aktuelles neues Lebensjahr, wann immer sie auf diese Legung hier treffen, es ist eine zeitlose Botschaft. Was sollten Sie jetzt wissen? Für alle, die für dieses Video hier bestimmt sind, was sollten Sie jetzt wissen? Ja, ich habe schon gespürt, dass du raus möchtest. Oh, falsch rum. Der gehängte Mann. Ich habe das auch schon gespürt, dass der rauskommt. Okay. Wow. Dieses neue Lebensjahr bringt dich dazu, hier nochmal zu reflektieren, also zu gucken, hey, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn etwas nicht funktioniert, nicht stur weiter mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, sondern zu gucken, okay, halt, stopp, warum funktioniert das nicht? Wir machen jetzt eine Innenkehransicht. Also wir wechseln jetzt mal die Perspektive und treten sozusagen einen Schritt zurück. Du bist zu nah dran an einer Sache oder in einer Situation, zu nah, dass du es nicht siehst. Okay, auch zeigt es mir hier, gut Ding will Weile haben. Aber wir schauen mal, 7 der Stäbe. Ich sehe, es klappt nicht, weil es hier nicht dein authentisches Ich widerspiegelt. Und das möchte ich hier dir zeigen. Es ist wichtig, dass du hier, wenn du etwas machen möchtest oder wenn du unbedingt etwas erreichen möchtest, sollte es hier nicht aus dem Ego kommen, sondern hier aus einem, sag ich mal, aus deinem authentischen Ich, ja? Auch sehe ich, wenn du etwas ja, haben möchtest, sollte dich auch nicht, sage ich mal, eine Wartezeit abschrecken. Ja, weil Geduld ist auch eine Prüfung. Deswegen steh für das gerade oder steh auf für das, an was du hier glaubst. Glaubst du hier an dich? Glaubst du ja an dein Projekt? Glaubst du an die Sache, die du hier versuchst zu umzusetzen. Bist du wirklich davon selber überzeugt? Es soll hier auch in einer gewissen Art und Weise nochmal dein Selbstbewusstsein hier steigern. Zu sehen, okay, ich glaube an mich selbst und dieses Gefühl, hey, ich habe es trotz aller Hindernisse geschafft. Jungfrau.
Jungfrau. Danke. Wir haben den Magier. Also für einige von euch oder für die Mehrheit hier ist es etwas, was du versuchst schon länger zu manifestieren, in dein Leben anzuziehen. Und da ist es nochmal wichtig, hey, bin ich selber hier, strahle ich das selber hier aus, bin ich auf dieser Schwingungsebene, um hier mit der gewünschten Manifestation zu matchen. Das ist so die Energie, die ich hier spüre, deswegen ist auch hier der gehängte Mann. Du solltest hier eine Perspektive, die Perspektive muss hier ein bisschen verändert werden. Deswegen kommt hier diese Pause, deswegen wirst du hier auch zur Geduld aufgefordert. Und ich sehe auch, du kannst alles manifestieren. Wenn du das dir wirklich so, wenn es aus der Herzenergie rauskommt, ja. Auch hier so ein bisschen an dich selber zu glauben. Ich glaube, das ist so ein großer Punkt, was deine Blockade ist, dass du nicht wirklich daran glaubst. Da arbeiten noch gewisse Glaubenssätze und natürlich auch allgemein so dieses, ja, ich bin nicht gut genug. Vielleicht wird das ja auch immer wieder im Außen, ja, das schaffst du eh nicht. Und irgendwo hast du es dann auch in dir drinne. Ja, da möchte ich hier nochmal eine Innenansicht. Was ist da für ein innerer Widerstand? Also ich kann euch nur den Kurs Manifestiere dich neu empfehlen, der jetzt am 8. April startet. Und der wird dich definitiv hier nochmal auf einer ganz anderen Level-Liga bringen. Natürlich ist die Arbeit hier immer von dir abhängig. Wir haben hier den König der Schwerter. Mhm. Also, Objektivität ist hier gefragt. Objektivität, wenn der König der Schwerter rauskommt, aus der, hier ist auch ein Thema von Ehrlichkeit. Ehrlich zu dir selbst zu sein, objektiv. Ja, also nicht sich zu sehr in eine Sache zu verrennen. Warum klappt es nicht? Und wenn dieser Weg nicht klappt, dann ist ein anderer Weg, der für dich da ist, dass es klappt. Du siehst ihn aber nicht, weil du dich nur auf einen Weg, es gibt nur den einen richtigen Weg gerade in deinem Kopf. Und das ist halt diese sture Energie. Ja, das ist so die Blockade hier. Auch sich allgemein, dein Lebensjahr wird dich viel, viel, viel weiser machen, sich weiter voranbringen. Auch dich hier nochmal stärken in deiner Integrität, in deinem, ja, dass du hier für dich selber einstehst, für deine Träume hier einstehst, für deine Selbstverwirklichung hier einstehst, egal was gerade im Außen dir gespiegelt wird, egal was andere Leute sagen, etc. pp. Das ist hier dein Thema für dein aktuelles oder neues Lebensjahr. Oh my goodness. Jungfrau. Sechs der Münzen kommt hier als letzte Karte. Ja, ich sehe hier, materielle Wünsche werden sich in diesem Lebensjahr erfüllen. Wichtig ist immer auch, was bist du auch bereit zu geben? Alles ist Energie. Alles ist immer ein Geben und Nehmen. Ob das in Form von Geld dann kommt oder in Form von was anderem. Was für eine Energie sendest du aus? Was für eine Energie, was für eine Schwingung bist du gerade? Ja, das ist so dieses Thema, was ich hier so ein bisschen spüre. Das muss hier matchen. Es muss auf einer Ebene sein. Du kannst nicht, sag ich mal, wie kann ich es am besten ausdrücken? Ich überlege gerade hier ein Beispiel. Du kannst nicht Gold verlangen, ja, sag ich mal, 1 Kilo Gold im Auszug, im Gegenzug von, ja, Wut. Weil die Schwingung ist einfach niedriger, oder? Ich kann es nicht mit Emotionen gerade vergleichen. Vergiss das Beispiel mit einem Apfel. Sagen wir es mal jetzt auf der materialistischen Ebene. Wenn du hier den Apfel verkörperst, ja, ein Apfel ist nicht 1 Kilogramm Gold wert, ja? Da ist die Waage ungleich. Wie viele Äpfel bräuchtest du, um das zu matchen? Wie viel Kilo davon? Als Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie viel man dafür bräuchte, aber es ist jetzt nur als Beispiel gemeint oder 500 Gramm Gold, was auch immer. Ihr versteht, was ich meine. Du kannst nicht mit einem etwas leichterem, etwas großen hier, die Energie ist nicht in Gleichgewicht und das ist wichtig. Okay, das war ein wirklich furchtbares Beispiel, aber ich habe das Gefühl, ihr habt verstanden, was ich euch sagen will damit. Okay, lasst uns mal schauen, was hinten im Deck ist. Huhu! Die 10 der Kelche, emotionale Erfüllung, ja, Segnungen, emotionale Fülle, was dein Leben bereichert,
Harmonie in deinen Beziehungen, mit deiner Familie. So ein wirklich. Du wünschst dir so wie. Ich kann nicht ankommen sagen, aber hier so mit 10 der Kelche, so mit diesem Regenbogen. Alles ist schön, alles ist voller Wunder, alle sind glücklich. Ich habe auch das Gefühl für meine lieben Jungfrauenherzen, du manifestierst hier nicht nur für dich, du manifestierst hier auch für deine Familie. Für diejenigen, die noch keine Familie haben, also eine Familie gründen wollen, das ist dann der nächste Wunsch. Aber ich spüre hier mehr, du manifestierst hier nicht nur für dich, sondern du manifestierst hier auch mit für andere. Also, dass wenn du wohlhabend bist, in Anführungsstrichen, deine Familie auch teilhaben kann, ja? Dass du hier was Gutes mit für deine Familie tust und machen kannst. Das ist so ein bisschen auch hier vielleicht dein Ansporn, so diese, ja, emotionale Erfüllung. Ich sehe hier hinten auch das Rad des Schicksals. Also es dreht sich hier bei dir, auch wenn du den Anschein hast, boah, es stagniert. Nein, 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 es wird sich hier drehen. Ich sehe hier, weil deine Integrität, deine Authentizität wird hier gefordert. Auch hier wirklich diese ehrliche Kommunikation zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen. Ehrlich. Ja, und manchmal sagen, ich bin ja ehrlich. Ja, aber reflektier dich mal und schau, oh, wo mache ich mir selber was vor? Und das ist hier die Innenansicht, die hier von dir verlangen wird, damit das Rad sich hier drehen kann, damit hier Bewegung reinkommen kann. Ja, Jungfrau. Und dann haben wir hier den König der Münzen, einen Mann, der eine Münze hält. Es geht hier definitiv um deinen Selbstwert. Du brauchst deinen Selbstwert nicht von einem Arbeitgeber oder von einem potenziellen Partner hier zu erwarten, dass die Person dir deinen Wert hier zeigt und gibt. Für einige sehe ich einfach hier, die Karte ziehe ich hier mit raus. Ja, es gibt hier auch Vorsicht. Es gibt hier auch, ja, Feinde, die einfach dir dein Glück nicht gönnen. Also was auch immer du hier für Pläne hast, schütze dich. Ja, schütze dich, nicht jeder meint's gut. Oder die können dich auch gar nicht in dieser neuen Version von dir sehen. Die versuchen, die alte Version aufrechtzuerhalten. Die können es nicht ertragen, dass du vorankommst. Ja, für einige geht es hier um dein Liebesleben. Was haben wir da hinten? Walking away. Ja, für dein Liebesleben, du rennst hier weg vor der Liebe. Für einige. Aber ich sehe allgemein, möchte ich hier dein Leben, dass du hier dein Leben hier in Balance bringst. Auch hier mit den 6 Münzen, mit der Engel der Balance. Hier Harmonie in dein Leben, in dein Familienleben Harmonie reinbringst. Ob hier Streitigkeiten sind, ob es hier vielleicht für einige hier spüre, ich könnte in Erbe reinkommen. Ob es da irgendwelche Streitigkeiten gibt. Auf jeden Fall spüre ich, dieser Neid ist hier von der Familie oder in der Familie. Ja, da ist einfach ein Neid. Merke auch jetzt, wie mein Hals zugeht, okay? Definitiv von deiner Familie. Jungfrau. Windungen. Dieses Lebensjahr bringt Veränderungen, Windungen. Das wird sich hier drehen. Es kommt jetzt endlich auch wieder Bewegung rein. Wenn du hier die Blockade löst, ist definitiv hier, was du hier zweimal bekommst. Ja? Du musst nicht warten, bis von außen hier die Bestätigung kommt, weil ich habe hier auch noch so eine Energie, ein bisschen von Verweis, Einsamkeit, sich alleine zu fühlen, auf sich selbst gestellt zu fühlen, keine Unterstützung. Für einige, vielleicht hast du hier Streit mit deiner Familie, keine Unterstützung von deiner Familie. Für andere wiederum, vielleicht hast du einen Familienteil verloren, bist hier verwaist, deine Eltern sind nicht mehr am Leben oder ja, ein Elternteil ist hier nicht mehr am Leben. Es wird für jeden hier unterschiedlich in Resonanz gehen. Nimm das mit, was mit dir in Resonanz geht und lass den Rest weiterziehen, weil ich bekomme immer viele, bei einer Kollektivlegung kriege ich immer so viele Nachrichten rein und dann werde ich einfach das sagen, was ich jetzt hier durchbekomme. Jungfrau. Purity, Klarheit. Du wirst wirklich dieses Lebensjahr wird dir Klarheit bringen.
Klarheit, Durchblick, Erkenntnis. Und ich spüre hier auch wirklich so wie so eine Reinheit. Du hast wirklich so eine schöne, reine Seele und reine Absichten. Das ist auch hier, was ich spüre, dass du nicht nur für dein Glück sorgen willst, sondern auch für Menschen, die mit dabei sind, so drumherum. Ja, und ich sehe hier hinten auch den Panther. Vielleicht gehört der hier, oder Jaguar, Panther. Vielleicht gehört der hier zu deinen Krafttieren. Success, Erfolg. Der Erfolg kommt. Jungfrau. Für einige spüre ich, ja, du arbeitest in einer finanziellen Stabilität. Du bist ein Versorger, Versorgerin. Also eventuell bist du hier auch selbstständig und hast hier Arbeitnehmer, bist ein Arbeitgeber. Ja, also du hast hier auch viel Verantwortung. Das ist, was ich spüre. Neuntes Haus, Schicksal, Faith, Glaube. Ich habe auch hier das Gefühl, mit den Handlesen, mit diesem Brett hier und so, ne? Mit dem Uja-Brett. Ich habe hier so das Gefühl, dein neuntes Haus, also ich habe, wie kann ich es am besten ausdrücken, wenn ich die Karte sehe, ist es für mich wie so, etwas kommt in dein Leben, was Schicksal ist. Es wird kommen. Du kannst es gar nicht vermeiden. Wenn es für dich bestimmt ist, wirst du es auch erhalten. Auch wenn du es erst später erhalten wirst, weil je nachdem, wie lange du dafür brauchst, um diese Erkenntnis und diese Klarheit hier zu durchblicken. Etwas ist in deinem Weg hier geschrieben. Deswegen ist dieser eine Weg nicht für dich bestimmt. Deswegen habe ich auch das Gefühl, wäre es hier Zeit, hier loszulassen. Ja, dich davon abzuwenden. Okay, das ist nicht mein Weg. Und deinen Weg hier zu finden und deinen neuen Weg hier einzuschlagen. Da hat sich eine Karte mitgeschlichen von einem anderen Deck. Jungfrau. Wir haben hier ein Baby. Für einige von euch, ihr erwartet hier ein Baby. Ja, es ist auf jeden Fall, hier kommt Familienzuwachs. Kann auch jemand sein, der in der Familie ist von dir, der einem oder die ein Baby erwartet. Ja, also ich sehe hier auf jeden Fall einen Familienzuwachs, Wachstum. Und mit dieser Karte, vielleicht hast du Angst, dass du das Gefühl hast, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen, hier so eine Verantwortung für etwas Großes zu tragen, für einen Leben. Aber du wächst da rein, ist das, was ich hier spüre. Das ist nur für ein paar bestimmte, diese extra Botschaft, ja? Jungfrau, huch. Wir haben hier den Orion Aktivierung. Supernova, Erholung, Erneuerung, wiedergeboren durch Licht. Supernova! Wie so ein, als ob du durch dieses Lichttor hier gehst. Es ist einfach hier eine Erneuerung. Ich spüre hier auch ganz stark diese feminine Yin-Energie, weil hier auch noch Erholung drin steht. Auch so eine Erneuerung. Ja, in diesem Annehmen, in dieser Stille. Der Stille liegt hier so die Veränderung. Alles so, was Yin-Energie ist, nicht in diesem lauten Brüllen, so wirst du das nicht erreichen, auch nicht durch, ich muss das jetzt so machen und ich muss es so schaffen, ja? Also hier hinten sehe ich auf jeden Fall auch die Sternenversammlung. Also es passiert hier was in deinem Schicksal. Ich sehe definitiv, du triffst hier auf eine Seelenfamilie. Für einige ist es hier kein Baby, aber du kriegst hier Zuwachs in deiner Seelenfamilie. Die Sterne stehen günstig. Erinnerung an Zuhause. Wow. Okay,
Was haben wir noch, was dir dein neues Lebensjahr bringt für meine lieben Jungfrauen? Die Selkie und ihre Haut. Deine Authentizität zurückgewinnen. Yes, es geht um deine Authentizität, die du jetzt hier zurückgewinnst. Du erneuerst dich, du häutest dich. Du legst dir irgendeine Schicht ab, die, ja, sag ich mal, Erwartungen anderer, Hoffnungen anderer, Wünsche anderer, die du die ganze Zeit mit dir geschleppt hast. Du erneuerst dich. Wow. Das ist richtig mächtig. Ich spüre hier wirklich so eine starke Energie bei euch. Und ich sehe hier die Kraftwelle. Ich gucke mal, ihr seid mächtig und da kommt auch schon diese Kraftwelle. Eine Woge der Macht. Energetischer Aufschwung. Aufregende Entwicklung. Du kannst dich freuen. Aufregende Entwicklung. Erfolg kommt hier rein. Ja? Und für einige spüre ich, für einige, ihr rennt hier von der Liebe weg und es wird Zeit, mein lieben Jungfrauenherzen, dass du dich von dieser Verletzlichkeit zeigst, von deiner verletzlichen Seite. Öffne dein Herz, erlaube dir, empfindsam und zärtlich zu sein. Du hast Angst, dich jemanden hier zu öffnen, hier verletzt zu werden und deswegen verschließt du dich hier irgendwie vor der Liebe. Das ist, was ich hier spüre. Es wird Zeit, dich dieser Angst zu stellen. Jungfrau, wir haben den Wolf. Guck mal, also Wolf ist definitiv hier ein Krafttier von euch. Wir haben hier zweimal den Wolf. Verwandle Wissen in Weisheit. Und das ist jetzt, was passiert auch hier mit dem König der Schwerter. Du verwandelst hier Wissen in Weisheit. Wissen, Erfahrung, Weisheit. Okay? Und hier hinten haben wir auch das Krafttier Eule. Du siehst jetzt klar. Ja, du siehst jetzt klar. Wow. Krass. Was soll ich dazu noch sagen? Hammer-Thematik. Wunderschön. Sehr schön. Und wir haben hier Creation. Deine Seele möchte sich endlich hier zum Ausdruck bringen. Deswegen erneuerst du dich, deine Seele möchte hier rauskommen, dein authentisches Ich, du möchtest endlich dein wahres Ich ausleben. Also etwas Neues kann dadurch geboren werden, etwas Altes darf zur Ruhe gelegt werden. Hier hinten haben wir, das habe ich auch schon vorher gespürt, hier diesen emotionalen Einfluss. Vorsicht, wem du hier vertraust. Und ja, es wird Menschen geben, die das nicht so toll finden, die hier sich nicht über deinen Erfolg freuen. Ja, die sehen hier, bei dir läuft super und du wirst hier mehr, wie sag ich mal, Zuwachs an Geld. Ich sehe auf jeden Fall hier auch mit dem, was du gibst, wenn du hier aus deinem authentischen Selbst agierst, aus dem Punkt heraus, was du der Menschheit hier zu bieten hast, ist wirklich wertvoll. Und das erkennst du erst. Und andere finden das nicht toll. Und die werden sich vielleicht da erstmal lustig machen oder da auch einfach Neid wird da ein bisschen versprüht, ist das, was ich hier sehe. Okay, und wir haben hier Achievement, ja? Du schaffst hier, durch eine Ziellinie durchzugehen. Wow. Okay. Jungfrau. Jungfrau. Dankeschön. Und was haben wir hier? Wir haben hier Grounding. Vergesst nicht, dich immer wieder zu erden. Und auch hier habe ich das Gefühl, diese Seelenfamilie oder diese auch... ich spüre ganz stark hier Familienthema, Ahnenlinienthema. Erforsche hier deine Wurzeln. Geh hier tiefer. Verbinde dich mit Mama Gaia. Du tauchst hier ein wenig ab, ja. Auch haben wir hier, ja, laufe hier in Schönheit. Also was das Universum hier für dich bereithält, das siehst du noch gar nicht kommen. Und dieses Jahr wird einfach magisch. Dein Lebensjahr. Brauche ich dazu noch was mehr dazu zu sagen? Nein.
Walk in Beauty. Deine Schönheit nimmt zu, wenn du in dein authentisches Ich trittst. Deine Ausstrahlung, ja, deine Anziehungskraft auf Menschen. Komplette Veränderung auch in deinem Außen. Erzengel Michael, du arbeitest sehr eng mit diesem machtvollen Erzengel zusammen, der dich in dieser Situation beschützt und führt. Also du wirst hier sogar von Erzengel Michael beschützt. Für mich, ich spüre hier definitiv, du wirst von deinem spirituellen Recht ganz, ganz stark hier beschützt. Und irgendjemanden hier aus deiner Seelenfamilie, auch sehe ich ganz viele Krafttiere, starke Krafttiere wie der Wolf, die Eule. Eventuell hörst du, siehst du immer wieder eine Eule, ja? Das ist hier deine Erinnerung. Dann haben wir hier durchtrenne deine Schnüre. Deswegen haben wir hier auch den Erzengel Michael. Ja, also bitte Erzengel Michael, alle Bindungen der Angst zu entfernen, die aus vergangenen Beziehungen stammen und dich von zerstörerischen Mustern zu befreien. Da sind einfach noch alte Muster und Programmierungen in dich, in dir auch teilweise von anderen, sage ich mal, draufgeladen worden auf deine Software. Deswegen ist es wichtig, dich davon hier auch energetisch zu trennen. Ich biete auch eine energetische Trennung von alten, sag ich mal, Ex-Liebhabern, aber natürlich auch in einer Energiesitzung können wir hier auch allgemein eine Entfernung von negativen Energien durchführen, also was da einfach durchkommt in dem Moment, wenn du nicht eine bestimmte Person im Kopf hast, ohne eine abschließende Energiebehandlung, das ist nur die Energiesitzung. Ihr könnt aber mal vorbeischauen, was euch da mehr ruft, wenn du da Beratung brauchst, kannst du mir auch vorher erstmal anschreiben. Okay. Dann das letzte Deck für meine lieben Jungfrauenherzen. Wie auch immer du das machst, bitte mach es. Wir haben hier bei dir Wachstum. Ja, du durchwächst hier dein altes Gewächshaus. Du schälst dich hier. Du wirfst wie bei einer Schlange die alte Haut ab, weil die dir nicht mehr passt. Und es ist offensichtlich. Und dann sind hier die kleinen Pflanzen, die, wo du immer bei denen warst und ja, und jetzt bist du ganz anders und natürlich freuen die sich nicht darüber, weil du bist nicht mehr bei ihnen, du bist wo ganz anders. Ja, die Evolution startet, wenn du deine Komfortzone verlässt. Werde bequem damit, dass es jetzt unbequem wird. Alright, dann würde ich sagen, letzte Sache noch. Ups, das Buch der Antworten. Denke an eine Frage jetzt und ich werde mal gucken. Entweder kommt hier was zur Legung oder zu deiner Frage. Nimm das mit, was mit dir in Resonanz geht. Und lass den Rest weiterziehen. Ich fühle mal hier rein. Ich spüre hier hinten ist... Ah, wo war das? Ich habe es gerade gespürt. Ah ja. Nee. Nein. Du kannst dir sicher sein. Da sind Ängste und Unsicherheiten, die einfach hier in deinen Programmierungen noch drin sind. Und du darfst dir hier sicher sein. Ich sehe hier wirklich viel Arbeit in deiner Integrität, Authentizität. Ja? Im Endeffekt kann es dir wirklich egal sein, was andere hier über dich denken und sagen. Do your thing. Okay, ich beende hier deine Legung. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu lesen und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.